So, in dieser Perspektive bleiben wir jetzt mal. Und wie ihr hier seht, habe ich hier schon mit meiner kleinen Kappsäge die Schlitze gemacht. Also bis zu der Marke, wie tief die Fetten nachher hier aufliegen sollen. Letztendlich sind das knapp 16 cm, die Fetten sind auch 8x16. Und jetzt geht es darum, dass ich halt hier unten das Ganze rausnehmen will. Ich habe das vorgebohrt mit einem 8er Bohrer ganz oft, aber so richtig kommt es noch nicht raus. Ich habe es auch schon ein bisschen gestemmt. Das habe ich alles nicht aufgezeichnet. Das war alles letzte Woche irgendwann. Heute ist ja Montag. Und letzte Woche habe ich hier ein bisschen was dran gemacht. Jetzt will ich das Ganze mal versuchen mit meiner kleinen Zugsäge hier noch rauszuarbeiten. So, und das mache ich jetzt aber mal. Ein bisschen festfinden wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Ja, es wird schon langsam lose. Irgendwo hängt es noch. Ja, jetzt steht ihr natürlich hier auf meinem Stecheisen und ich muss erstmal hier umbauen. So. Jetzt habe ich das Ganze ein bisschen umgebaut. Ich werde jetzt mal versuchen, das rauszustemmen. Ich habe wirklich, wie ich schon erzählt habe, nur einen ganz wunden. Das hat hier eben einen Gewitterschauer gesehen und mein hochprofessionelles Pavillon ist leider noch ein bisschen nass. Mir ist gerade das Wasser schön im Nacken runtergelaufen. Aber es ist warm, kein Problem. Ich werde jetzt versuchen, hier die restlichen Holzreste noch wegzustemmen und dann müsste das ja eigentlich gleich mal ausfallen. Natürlich gibt es hier tausend Möglichkeiten, wie man das hier machen könnte. Versuche hier mit den Mitteln, die ich halt jetzt da habe, also verfolge hier so ein bisschen das Ziel mit möglichst einfachen Mitteln, quasi die Arbeit zu erledigen. Und wie man vielleicht sieht, ich bin auch nicht wirklich jetzt der Profi-Holzbearbeiter. Ich würde mich eher als ambitionierten Heimwerker bezeichnen, mit durchaus einiger praktischer Erfahrung, jetzt weniger in solchen großen Holzarbeiten. Allerdings, also die Theorie traue ich mir eigentlich ganz gut zu. Jetzt geht es eher darum, mir das praktisch selbst zu erarbeiten, was man halt für Fähigkeiten braucht, um so ein Projekt zu realisieren. Und ich mache das jetzt mehr oder weniger im Selbststudium. Also ich habe jetzt keine nahen Verwandten oder Bekannten, die direkt Zimmermann wären. Ihr seht schon. Das läuft nicht. Jetzt habe ich schön den Stechbeutel hier verkeilt. Ich denke mal, ich werde das Stück Holz mal umdrehen und das Ganze dann mal von der anderen Seite probieren. Das Ganze hat jetzt ein paar Minuten gedauert. Ich habe den Stechbeitel wieder frei. Nächster Versuch. Ich habe das Holzstück, also den Balken, noch nicht umgedreht. Ich habe ihn erstmal so liegen lassen. Weil letztendlich glaube ich, dass das hier schon der richtige Weg ist, die Schläge zwischen den Bohrlöchern zu durchtrennen, sodass das hier runterfallen kann. Aber ich
glaube, na, ich werde den Balken noch mal umdrehen gleich. Weil von oben habe ich jetzt schon, also von dieser Seite habe ich jetzt schon ziemlich alles durchtrennt. Und wenn ich zu tief reinkomme, dann klemmt er halt. Das sind alles so eine praktischen Erfahrungswerte, die man sich wohl irgendwie erstmal erarbeiten muss. Balken umgedreht. Gucken, ob ich euch dabei laufen lassen kann hier. Ich schiebe das Ganze mal ein bisschen hier rüber. Und es steht frei nach dem Motto: einfach machen. Lasse ich einfach die Kamera dabei laufen. Vielleicht kommt da noch eine schöne Aufnahme dabei heraus. Wie ich diese Balken jetzt umdrehe. So, Moment. So, da habe ich mir schon eine kleine Vorgehensweise ausgetippt hier. Der Balken ist 3 Meter lang, den habe ich mir schon abgelenkt. Und mit einem Elektro und mit dem Handhobel ist die Oberfläche grob vorbearbeitet. Aber wie ihr vielleicht aus dieser Perspektive seht, das Ganze ist nicht wirklich gerade. Ich will halt nicht zu viel Material verlieren. Also ich möchte, dass dieses ursprüngliche Format, also es war auf 8x16 gesägt vom Sägewerksmeister, das möchte ich möglichst beibehalten. Und möglichst wenig Holz verlieren, sodass ich nicht so viel Wert darauf lege, dass es jetzt absolut hundertprozentig gerade ist. Vielmehr möchte ich, dass es nachher stabil ist, was aber nicht bedeuten soll, dass es unbedingt scheiße aussehen soll. Also es soll schon vernünftig werden. Und genau. Weiter geht's. Bewegen. Ich denke mal, vielleicht dürfte es rausfallen. Hier sieht man ganz gut, wo ich gebohrt habe. Und die Stege mussten jetzt aber noch durchtrennt werden. Ich werde das Ganze jetzt hier sauber stemmen, dass hier unten eine saubere, gerade Auflagefläche entsteht und die Flanken, die jetzt auch nicht ganz hundertprozentig vom Sägen sind, werde ich auch noch mal leicht nachhobeln und dann müsste das doch eigentlich passen. Ich zeige euch das einfach mal. Ich würde euch jetzt nicht schlecht im Laufen. Okay. So sieht das jetzt hier aus. Also es ist wirklich schweres, hartes Holz. Es ist Eiche, wie gesagt. Und so richtig gut stemmen lässt sich das eigentlich nicht. Oder vielleicht habe ich die falsche Technik. Ich denke, das Werkzeug ist ganz okay. Also ich habe mir nur für diesen Zweck einen Stemmeisensatz gekauft. Den hatte ich vorher nicht. Die Marke spielt jetzt, glaube ich, erstmal keine Rolle. Also ich finde es eigentlich ganz gut mit dem Kunststoffgriff hinten. Also ich mag das irgendwie, es fasst sich ganz gut an, aber ich habe auch noch nie wirklich mit Holzstemmeisen gearbeitet, sodass ich da gar keine Referenzwerte habe. Die Dinger sind erstmal ganz gut scharf gewesen, als ich sie neu hatte. Was an denen nicht so gut ist, ist, dass hier der Schriftzug nur aufgedruckt ist und hier schon so langsam sich löst. Natürlich habe ich das auch schon ein, zweimal gereinigt und dadurch ist es abgegangen. Und die Flanken hier, die waren auch total scharfkantig anfangs. Die habe ich
nachbearbeiten müssen. Dafür hat der ganze Satz mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stecheisen auch nur knapp über 60 € gekostet. Also ich denke mal, für einen Anfänger, der noch nie gestemmt hat, ist das ganz okay, dieser Satz. Und die Schärfe spricht eigentlich auch für sich. Ich habe die bisher nicht nachschleifen müssen. Ich habe ein oder andere damit schon gemacht. Ups, sorry. Na, ihr seht schon, hier ist der Profi am Werk. Aber ich hoffe, es ist interessant für euch. Wäre mal cool, wenn ihr dazu Feedback geben würdet, was ihr davon haltet, wenn ich das so live mache, also ohne groß Stativ und Gedöns, sondern ihr seid wirklich hautnah dran am Geschehen hier. Natürlich auch so, dass man das überhaupt gar nicht gucken kann, so. Ups. Nee, so geht das gar nicht. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Okay, ihr seid jetzt auf einen Stuhl umgezogen und steht hinter der ganzen Aktion. Gucken, ob das so besser geht. Also seht ihr wenigstens, was ich hier mache. Stelle jetzt hier halbwegs gerade quasi unten den Boden aus. Ich höre erstmal auf zu quatschen und mache hier mal. Balken mal wieder um. Ich denke, von der anderen Seite geht es besser. Diese Oberkante oder die erste Hälfte ist eigentlich schon ganz passabel geworden, dafür, dass ich es wirklich nur freihand gestemmt habe. Also, das ist alles machbar. Die Perspektive noch mal leicht korrigiert. Und jetzt will ich hier mal das Ganze noch ein bisschen glätten. Ich nehme euch wieder mit rüber. Thank you.
Längsschnitte mit so einer Säge sind echt elendig. Das geht echt nur sehr langsam voran. Wahrscheinlich wäre hier ein gröberes Sägeblatt die bessere Variante. Wieder drehen, das ging ja vorhin ganz gut. Flug, die andere Seite und ups, ich hoffe, euch wird nicht schlecht, wenn ihr das hier guckt. Na, so müsste es doch halbwegs passen. Kann man sich auch richtig schön selbst ausnocken, wenn man da nicht aufpasst. Ich das nochmal von neuem, wie das dann aussieht. So, Variante Nummer 2. Ich nehme das Ganze hier übrigens einfach nur mit einem Handy auf, wie ihr wahrscheinlich schon vermutet. Und ich bin eigentlich in der Vergangenheit begeistert gewesen von der Videoqualität dieses Telefons. Aber vielleicht werde ich mir auch noch künftig für Aufnahmen eine
extra Videokamera zulegen. Mal schauen, wie das hier so passt. Derzeit noch einen Gummihammer dafür. Vielleicht soll ich künftig doch auf Holzhammer umsteigen. Aber ich weiß noch nicht, was denn die Gummigriffstücke hier zu sagen werden. Der Nachteil, das so zu machen ist, wenn man diese körperliche Arbeit nicht gewohnt ist, es geht doch auf die Arme und die Schulter. Aber wird ja nichts. Dann könnte ich ja auch fräsen. Oder sich für 2000 Euro einen Kettenstemmer kaufen. Vielleicht mache ich das auch noch. Vorteil hat diese Arbeit gegenüber Schreibtischarbeiten, die ich bisher so in meinem Leben getan habe. Man sieht auf jeden Fall am Ende des Tages, was man gemacht hat. Die ich jetzt gelernt habe, ist, wenn man das Hobeleisen andersrum nimmt, beziehungsweise das Stecheisen, dann arbeitet es sich nicht weiter ins Holz rein. Also wenn ich so stemme, dann wird mein Schlitz nicht noch tiefer. Wenn ich so rum arbeite, mit der Schneide so rum, dann drückt sich das Stemmeisen weiter rein ins Material. Und das will ich an dieser Stelle gar nicht mehr. Ich will eigentlich nur noch diesen Überstand hier wegnehmen. Deswegen
arbeite ich jetzt das letzte Stück hier auf jeden Fall andersrum. Und vielleicht braucht dieses Eisen auch mal wieder demnächst eine Schärfung. Warum mache ich diese Videos überhaupt? Oder dieses Video, es ist im Moment ja erstmal nur eins. Mal gucken, ob es noch mehr werden. Ich nehme an schon. Es macht mir nämlich eigentlich Spaß, so Sachen zu erklären. Und Feedback von euch wäre da total toll, ob ihr das interessant findet, wie ich das hier mache, was ich so erzähle. Warum mache ich diese Videos? Also ich finde es einfach spannend, wie viel man doch eigentlich selber erreichen kann, wenn man sich nur dazu motiviert. Und bei mir ist das ja eigentlich alles nur eine Motivationsfrage. Also das Werkzeug ist überschaubar, was ich hier mir für dieses Projekt angeschafft habe. Alleine, es braucht jetzt schon sehr viel Zeit und es wird auch noch viel mehr Zeit und Ausdauer beanspruchen. Aber ich denke, das Ergebnis kann sich jetzt schon sehen lassen. Und es macht auch eine Menge Spaß zu sehen, wie man vorankommt. Und das ist einer meiner Hauptmotivatoren hier, zu sehen, welchen Fortschritt man macht. Und man wird auch immer besser in den Tätigkeiten, die man macht, während man sie anwendet. Man muss ja nicht studieren für dieses Hobby, sag ich mal, für die Arbeiten. Man kann eigentlich fast direkt loslegen. Natürlich ist ein gewisses Grundtheoriewissen nicht verkehrt. Und da kann ich nur den ganzen YouTubern danken. Ich habe mir sehr viel angeschaut im Vorfeld. Da könnte ich im einen Jonas Winkler sagen: Herzlichen Dank, Jonas, und natürlich auch Truppe. Die auch irgendwo sehr viel Motivationsarbeit leisten für mich, einfach mal was zu machen und nicht zu sagen, hier, mir fehlt das High-End-Werkzeug und deswegen kann ich XY nicht machen. Ich denke, man kann sich daran arbeiten, was man wirklich braucht und was nicht. Und ich werde auch einfach jetzt schauen, ob ich zum Beispiel mit diesen Stecheisen zurechtkomme oder ob ich mir vielleicht nochmal andere kaufe. Oder naja, halt noch irgendwelche Elektrowerkzeuge, falls ich sie brauche. Aber eigentlich, so viel Elektrowerkzeug, denke ich, braucht man gar nicht, um sich ein Carport zu bauen. Also letztendlich kommt man mit einer kleinen Ausstattung schon sehr weit, denke ich. Oh ja, ich denke, der ist bald mal fertig hier mit Schleifen. Ich nehme mal ein anderes Eisen, das ich noch nicht so oft benutzt habe. Oh ja, das schneidet noch ganz anders. Ich denke, ich werde demnächst mal eine kleine Runde über den Schleifstein drehen mit dem Stecheisen. Nummer 2 ist eigentlich jetzt soweit ausgearbeitet, dass es eigentlich schon so bleiben kann.